Der XXL Racer ist nicht nur schnell und hoch, sondern er dreht sich auch eigentlich um die eigene Achse, oder? Richtig. Ja, das heißt, so manch einem könnte da schlecht werden, oder? Ja, wobei ich muss sagen, bei den 55 Meter, wo wir den Radius haben, ist es viel erträglicher wie beim kleinen Radius. Also so geht es mir selber auch. Ich fahre den XXL Racer selber noch, sehr oft sogar. Alles, wo die Radien kleiner werden, bin ich leider raus, weil auch da wird man es dann schneller schlecht. Also ist der XXL Racer praktisch der Einstieg in Drehkarussells, oder? Da kann man sich schon mal testen, wie man mit dem Magen beieinander ist, ja, das stimmt. Dann würde ich jetzt mal den Einstieg wagen und einfach eine Runde fahren. Wunderbar, dann ab geht's. Ich muss ja alleine fahren, weil dem Chef passt das Wetter nicht. Aber es gibt kein schlechtes Wiesenwetter. Es gibt nur schlechte Wiesenkleidung. Viel Spaß beim Zuschauen. In die Wüsten. Ja, sieht hier schon mal geil. Ob wir gewarnt werden, wenn es losgeht? Ich weiß ja nicht. Und das Ganze spielt nochmal rückwärts. Oh. Oh, oh. Immer wieder geil. Der Chef wollte nicht mitfahren. Ich muss sagen, er hat was verpasst. Aber ich glaube, er weiß, was er hat. So, ein bisschen frisch um die Ohren ist es geworden. Aber das tut dem Spaß absolut keinen Abriss. Kommt's vorbei und dreht's ein paar Runden.